Wie schaffen wir es, wieder mehr junge Mediziner für die Niederlassung zu begeistern? Und welche Trends für die Praxis gibt es in der Zukunft? Über diese und weitere spannende Fragen spreche ich heute im Business Talk Podcast mit meinem Interviewgast und Kollegen Stefan Dorweiler. Stefan, schon mal herzliche Grüße nach Köln. Und jetzt zunächst mal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren wollen, dann besuchen Sie gerne die Homepage www.businesstalk.online oder schreiben Sie eine Mail at info@businesstalk.online. Ja, mein heutiger Gast, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Kollege von mir aus Köln, Stefan Dorweiler. Der betreut insbesondere junge Mediziner und darüber möchte ich auch heute mit ihm sprechen. Aber bevor wir in die Frage- und Antwortrunde gehen, wie immer die offizielle Vorstellung. Stefan Dorweiler ist geboren in Koblenz und zwar im Jahr 1978. Er ist Diplom-Betriebswirt, er ist heute Wirtschaftsberater bei der ASI Wirtschaftsberatung für die Geschäftsstelle in Köln und seit fast 10 Jahren, Stefan, habe ich jetzt gesehen, auch schon als Gesellschafter. Ja gut, 10 Jahre, genau. Genau. Ist auch Referent zu diesen Themen und er ist auch für die ASI Wirtschaftsberatung einmal Vertriebsleiter gewesen und hat junge Kollegen unterstützt. In seiner Freizeit ist er aktiver Motorradfahrer, Mountainbiker, Rennradfahrer. Er hat gerade noch im kurzen Vorgespräch gesagt, alles das, was mit Action zu tun hat. Das ist seine Leidenschaft. Wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Und in seinem Beruf als Finanzberater und Wirtschaftsberater übernimmt er für seine Kunden und Mandanten die lebensbegleitende Vermittlung und Betreuung von Finanzen, aber eben auch die Begleitung und Beratung zum Thema Existenzgründung, Praxisführung und Übertragung von Arztpraxen. Insbesondere begleitet er junge Mediziner vom Studienabschluss über die ersten beruflichen Erfahrungen hin zur Niederlassung. Stefan, ich freue mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast, an diesem Montagmorgen mit mir über dieses Thema zu sprechen. Und bevor es dann losgeht, jetzt noch einmal die Frage an dich: Wer ist Stefan Dorweiler? Privat, wer ist Stefan Dorweiler beruflich in eigenen Worten? Also Stefan Dorweiler ist mein Name, bin 40 Jahre alt. Wie gesagt, ich komme aus dem wunderschönen Hunsrück, deswegen auch damals in Koblenz geboren. Ja, vielleicht erstmal zum Beruflichen. Ich habe damals erst klassisch eine Lehre gemacht als Industriekaufmann bei der Firma Romag. Das ist hier ein großes Unternehmen, so einer der größten oder sogar der größte Arbeitgeber hier im Hunsrück. Für ja, Maschinen, für Verdichtung, also Walzen, wo halt dementsprechend die Straßen mit glatt gemacht werden. Und irgendwann so in dieser Ausbildung, und ich habe dann auch 2 Jahre in diesem Beruf tatsächlich auch dann später bei der Firma auch dann gearbeitet, habe ich gemerkt, ich will eigentlich ein bisschen weiterkommen, mich auch dementsprechend weiterbilden. Und dann liegt das natürlich sehr, sehr nah, dass man dann ein Studium anstrebt. Aber vor dem Studium war ein sehr interessanter Abschnitt. Und zwar war ich da im Rettungsdienst gewesen, quasi über den damalig noch existierenden Zivildienst, der noch existent war. Oh, sehr schön. Einfach aufmachen. Da sieht man mal, wie interessant der Beruf des Wirtschaftsberaters ist, da zwischendurch immer mal wieder das Telefon klingelt, ja. Das war niemand bezahlt von mir. Ja. Genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Beim Beim Rettungsdienst. Du hast gerade über den Rettungsdienst gesprochen, ja, genau. Ja, dieser Beruf, der mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil er auch hier letzten Endes mit Menschen zu tun hat, auch dementsprechend natürlich mit der Medizin. Ja, und dann bin ich erstmal ins BWL-Studium gestartet, habe quasi auch mit dem Rettungsdienst, mit der Ausbildung als Rettungssanitäter dann auch mein ganzes Studium auch so finanziert. Bin also quasi immer an der Quelle auch irgendwo dran geblieben. Ja, und dann habe ich bei ASI jetzt so meine Heimat gefunden, wo ich halt, sagen wir, das BWL-Studium, also die Thematik der Betriebswirtschaft, auf der anderen Seite die Medizin letzten Endes so zusammenfassen konnte. Und seitdem bin ich, wie gesagt, seit 2005, also mittlerweile 13 Jahre sind es schon geworden, hier in dem Unternehmen ASI. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile, also ich habe hier wirklich meinen Traumjob gefunden. Zum einen in der Selbstständigkeit, man kann halt mehr oder weniger tun und lassen, was man möchte. Man hat halt gewisse Freiheiten, die man halt im Angestelltenverhältnis, ich kenne das ja aus der Zeit als Industriekaufmann im Industrieunternehmen auch. Ja, und es gibt einem dementsprechend die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man halt auch selber will, auch dann dementsprechend eigene Ziele und Träume auch anzugehen. Ja, sehr schön, weil insbesondere das auch ja, wir sprechen ja nicht nur hier über den
den Arzt, sondern wir sprechen ja auch über den Arzt als Unternehmer. Und auch das ist ja ein schönes Learning zu sagen, dass nicht immer so geradlinig laufen muss unbedingt. Ne? Dass ich von vornherein etwas mache in meiner Ausbildung, wo ich auch auf jeden Fall weiß, dass das jetzt für die nächsten 40 oder 50 Jahre das, was ich tun will, sondern ich entwickle mich in dieser Zeit und gucke dann, wo sind meine Leidenschaften. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, dass man diese Leidenschaften dann umsetzt und vielleicht mitnimmt für den Beruf. Also das heißt, das, was du im Rettungsdienst gemacht hast, also die Medizin, dieses medizinische Thema, das hilft dir heute in deiner Zusammenarbeit mit deinen Kunden und Mandanten. Definitiv, definitiv. Also das fing ja damit an, als ich dann meine ersten Beratungsgespräche irgendwann mal hatte, 2005, 2006, wo man dann in die medizinischen Fachbegrifflichkeiten so ein bisschen mit Einblick. Also der Kunde nennt halt irgendeinen Begriff. Mhm. Ich taufe dann letzten Endes auf und verwerte den dann. Das hat natürlich dann in manchen Situationen schon so ein bisschen für Erstaunen dann natürlich auch dann gesorgt. Mhm. Aber auch da wieder ganz wichtig, denn das ist uns ja in der Beratung auch wirklich wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit den Mandanten beraten können und auch die Situation einschätzen, wissen können. Und ich glaube, das hilft natürlich tatsächlich, wenn man je spezialisierter man ist. Und wenn du sagst, da kommt Erstaunen hervor, das heißt ja, dass es nicht überall so ist. Und das macht die Beratung ja auch bei dir dann wieder besonders. Ja, nochmal kurz in den privaten Bereich. Du hast gesagt, du bist ein Typ, der gerne Action hat. Mountainbike, Rennradfahren, Motorradfahren. Wir hatten auch gerade noch kurz gesagt, Motorrad bist du dieses Jahr nicht so viel gefahren, nur mal eben zum TÜV und zur Tankstelle. Aber wie bist du dazu gekommen? War das immer schon so? Also ich bin damals schon irgendwie Moped, so diese 80er und so, die man halt so in der Jugendzeit so fährt, hatte ich auch schon dementsprechend gehabt. Und da kam so ein bisschen so, ja, dieses Feeling her. Also auch wenn das jetzt so Frühling wird, so März, April rum, dann fing das an, so ein bisschen in den Fingern auch dann zu jucken. Ja? Mhm. Und in den letzten Jahren, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr viel gefahren, auch wirklich dann so Touren, auch mit Gruppen in den Alpen unterwegs, auch im Freundeskreis so ein bisschen, wo dann halt dann, wo man sich dann zusammentut und dann halt gewisse Touren halt dann fährt. Und irgendwie in diesem Jahr ist dann halt so zu gekommen, dass ich mir halt dann noch ein E-Mountainbike noch zugelegt habe. Und jetzt ist es tatsächlich so die Freude am Fahrradfahren, am Mountainbiken. Und es macht die Gegend natürlich auch hier. Also ich wohne hier wunderschön in Hunsrück. Die Woche, würde ich sagen, so Montag bis Freitag bin ich meistens in der Regel so in Köln unterwegs. Und das ist eine Stadt, das ist also viel Action, natürlich auch viel los, ja. Und dann suche ich am Wochenende so eher so meine Ruhe, wo ich mich zurückziehen kann. Und das ist hier natürlich super, weil der Wald ist hier ungefähr, wenn man jetzt hier aus dem Haus rausgehen würde, ungefähr 100 Meter wäre ich im Wald drin. Und das ist natürlich eine gute Lebensqualität. Ja, super. Das hört sich sehr gut an. Ist das für dich auch ein bisschen Ausgleich, also zum Job? Du sagst, du bist viel unterwegs, du berätst ja viel. Das ist ja auch eine Arbeit, die intensiv ist, bezogen auf die Zusammenarbeit mit den Kunden. Und wenn du sagst, du bist auch viel unterwegs, also der Ausgleich, den man braucht, um dieses ich nenne es jetzt mal so privat, beruflich irgendwie in Einklang zu bringen, also diese berühmte Work-Life-Balance? Definitiv, definitiv. Also für mich ist es tatsächlich so, also wenn ich mir so die letzte Woche anschaue, ich war Montag, Dienstag in Münster beim Erfahrungsaustausch mit den jungen Beratern. Dann habe ich mich Mittwochmorgen in den Flieger gesetzt, bin dann nach Berlin für 2 Tage geflogen und hatte ich den Freitag noch in Köln, wo natürlich dann also alles, was liegen geblieben ist, dann irgendwie abgearbeitet werden musste noch an dem Tag. Mhm. Ich war froh, als ich dann an einem Freitagabend, recht spät, war glaube ich erst um 22 oder so hier, dann hier angekommen bin und dann ging es bei mir Wochenende, Samstag, Sonntag eigentlich nur noch darum, wieder runterzukommen, wirklich mal langsam zu machen, quasi das Tempo einfach zurückzufahren und das kann man hier halt wunderbar. Ja, jetzt hast du gerade schon etwas gesagt, was ich direkt mal aufgreifen möchte. Du hast gesagt, du bist unterwegs gewesen in Berlin. Ich weiß, du begleitest auch eine Geschäftsstelle von ASI, weil da Bedarf ist einfach für die Begleitung der Niederlassungsberatung in Berlin. Also das ist ja nicht was man einfach mal so macht zwischendurch. Das heißt, das Unternehmen würde dich ja nicht auswählen, wenn da auch kein Know-how vorhanden wäre. Wie erlebst du das Thema Beratung und Mediziner jetzt im Augenblick? Hat sich da was verändert aus deiner Zahl, aus deiner Sicht? Also in den letzten Jahren definitiv. Also ich werde nicht vergessen, so hat ja auch sehr viele Schulungsmöglichkeiten hier über ASI, wo man sehr viel auch in Kontakt ist mit den älteren Beratern, ja, von denen man natürlich auch sehr, sehr viel lernen kann, also auch vom Erfahrungsschatz natürlich dementsprechend. Ich habe so das Gefühl, so in den letzten Jahren, so da wächst eine neue Generation von Ärzten auch an. Also Generation Y wird ja meistens so als Überschrift dort genommen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass in der Vergangenheit sehr, sehr stark über diese Thematik,
was kann ich denn also monetär erreichen mit so einer Praxis? Mhm. Und ich glaube, so die Zielsetzung hat sich bei der Generation doch enorm verändert in den letzten Jahren. Also ich kriege halt häufig so die Anfragen, ja, ich habe jetzt Familie, ja, plane hier eventuell noch weiter das Kind. Und da kommen halt sehr, sehr viele die privaten Punkte in den Vordergrund, die früher, glaube ich, wenn ich auch so viel mit Chefärzten, ich habe ja auch in meiner Mandantschaft ein paar Chefärzte auch dementsprechend und auch da niedergelassene Mandanten, wo so ein bisschen dieser Fokus doch verrückt ist. Also ich glaube, früher war, also ich nehme mal so ein Beispiel aus der Praxis, ich hatte mal eine Mandantin, die hat mir von ihrem Vorstellungsgespräch erzählt in der Klinik und da hat der Chef erstmal quasi eine Viertelstunde bis 20 Minuten erzählt, wie super er doch den Job hier findet und dass er in den letzten 40 Jahren eigentlich in Anführungszeichen seine Familie zwar gesehen hat, aber das hat mir weniger seine Frau alles in die Hand genommen und er ist super stolz drauf, dass er hier die Klinik nach vorne gebracht hat und hat eigentlich nur seine Klinik in dieser Zeit eigentlich hauptsächlich betreut und den Rest hat sich die Ehefrau dann mehr oder weniger gekümmert. Mhm. Dann kam eine Mandantin, die war fix und fertig, die kam zum Herrn, weil also sowas möchte ich eigentlich nicht. Und da habe ich echt gemerkt anhand dieses Beispiels, dass da wirklich zwei verschiedene Generationen momentan aufeinandertreffen und das sind natürlich die Anforderungen, die auch künftig gestellt werden an eine Praxis, an eine Niederlassung. Mhm. Siehst du denn gerade vor diesem Hintergrund die Möglichkeit in der ärztlichen Niederlassung diesen veränderten Lifestyle oder diesen veränderten Lifestyle-Gedanken, den ich jetzt nicht bewerten will, also ob das jetzt gut ist oder schlecht, dass sich das verändert hat, sondern dass der umzusetzen ist in der Praxis? Definitiv, definitiv. Also man muss dieses Thema halt ein bisschen verändert auch angehen. Also die ganz normalen Berechnungsmethoden, wie man so früher kannte, also was kommt maximal oben raus, Gewinnmaximierung, ja. Mhm. Man muss das Ganze halt im Laufe der Zeit halt so ein bisschen umstellen und mehr so die Ziele und Wünsche der Mandanten in den Vordergrund stellen. Mhm. Das ist natürlich ein steigerter Anspruch an die Beratung, der natürlich auch daraus entsteht. Das ist ja aber letztendlich das, wo ich immer finde, das macht unglaublich viel Spaß, nämlich genau dann herauszustellen, es gibt nicht die Niederlassung, sondern es gibt nur die persönliche Niederlassung und vor dem Hintergrund ist unsere Beratung ja noch mal unter einem ganz anderen steht und die nochmal unter einem ganz anderen Stern. Wenn du sagst, dieser Trend geht dahin und das ist ja was ich auch erlebe, vielleicht kann man denn sagen, das ist etwas, was du auch schon erlebt hast? Ich habe ja vorhin gesagt, du begleitest die jungen Ärzte vom Studium, vom Abschluss des Studiums über die ersten beruflichen Erfahrungen hin zur Niederlassung. Also ich erlebe die jungen Ärzte oft so, die sind sehr, sehr euphorisch nach dem Studium, den ersten Job in die Klinik. Und dann im Laufe der Zeit ändert sich das so ein bisschen, weil eben die Anforderungen ans Klinikpersonal unglaublich groß und hoch geworden sind. Erlebst du das auch so? Ja, ich muss sagen, also in der Zeit tatsächlich momentan ein bisschen früher. Also die gehen tatsächlich sehr euphorisch erstmal in den Job rein. Aber ich habe tatsächlich schon Fälle, wo es nach 2, 3 Monaten schon zu irgendwelchen Vorfällen kommen, wo die halt merken, oh, da läuft irgendwas in die falsche Richtung. Wir sind im Haus irgendwie total unterbesetzt. Ich fange so einen krassen Beispiel teilweise nach einem Monat schon mit meinen ersten Diensten an. Also dieser Wurf ins kalte Wasser, der wird momentan tatsächlich gerade zu Beginn auch als sehr krass empfunden von den Diensten. Und also dieser Zeitpunkt, den erlebe ich tatsächlich da ein bisschen weiter vorne sogar, schon also kurz nach dem Start. Ja, hängt das denn damit zusammen, dass wir grundsätzlich zu wenig Ärzte haben, die sich für diesen Weg auch Krankenhaus entscheiden? Ja gut, ich sage mal, am Anfang ist es tatsächlich so, dass fast alle meiner Mandanten schon im Krankenhaus natürlich starten, aber die merken halt schon, ich glaube, dass die Einarbeitungszeit nicht so ideal ausgestaltet ist, wie es sein könnte. Mhm. Also es fängt halt an mit den Zuständigkeiten. Ja? Deswegen versuche ich mit den jungen Mandanten halt auch da schon zu trainieren, quasi im Vorstellungsgespräch schon hier gewisse Ziele, gewisse Punkte auch anzusprechen, wie ist die Einarbeitung dort verordnet, was kann ich rechnen, ja, vielleicht auch schon irgendwie auch mal anklingen lassen, so nach dem Motto, ist wichtig, dass hier eine gute Einarbeitung auch erfolgt, dass die Dienste vielleicht nicht nach einem Monat direkt schon starten, sondern vielleicht erst nach 2, 3, 4 Monaten, wie es ja eigentlich so in der Vergangenheit auch so im Normalfall gewesen ist. Mhm. Das heißt also, wir haben letztendlich an den Krankenhäusern einen Ärztemangel schon, weil eben die Ärzte oder die Krankenhäuser die Ansprüche an die jungen Mediziner ja viel zu früh, viel zu hoch setzen. Dadurch entsteht Druck, ist klar.
Jetzt könnte man da eine politische Diskussion draus machen, indem man sagt, ja, wir müssen das Studium, das Thema Novus Clausus, auch da hat es ja in diesem Jahr schon gesetzlicherweise ein paar Änderungen gegeben, wo man versucht, das ein bisschen aufzuweichen. Aber ich finde das sehr wichtig und auch eine schöne und interessante Information, dass du also versuchst, die jungen Ärzte schon dahin zu bewegen, auch im Vorstellungsgespräch das schon mal zu erfragen, damit man eben nicht ins System rutscht und in dem System einfach funktionieren muss, sondern sich wirklich auf sich besinnen und zu überlegen, welches Krankenhaus bietet mir an welcher Stelle welche Möglichkeiten. Richtig, auch die Ziele letzten Endes. Also was habe ich für Möglichkeiten, wo möchte ich später hin, welche Fachrichtung möchte ich irgendwelche Zusatzqualifikationen, irgendwelche Schwerpunktkompetenzen dementsprechend auch belegen, dass wir das natürlich auch schon frühzeitig in so einer, also ich mache mit den Mandanten in der Regel eine sogenannte Fahrplanberatung, wo dann quasi diese Thematiken, Ziele, Weiterbildungsziele und so weiter, welche Punkte werden abgebildet, auch innerhalb der Klinik, welche Leistungskataloge, welche Dinge werden abgebildet dort, was gibt es für Möglichkeiten, Fortbildung und so weiter und so fort. Und das muss man mit dem Mandanten tatsächlich abklopfen, weil eins steht fest, eine Stelle kriegen wir auf jeden Fall, die Mediziner. Die Frage ist halt nur, wo geht's hin? Und da gibt es halt dann von uns große Unterschiede. Ja, das ist ja auch ein Markt, der sich komplett geändert hat. Es gab ja tatsächlich, oder der sich immer mal wieder ändert, weil auch das sind Wellen, die ja rauf und runter schlagen. Also es gab ja schon vor 25 Jahren Ärztemangel, dann gab es mal wieder einen Ärzteüberfluss, wo die Krankenhäuser die Möglichkeit hatten zu sagen, den nehme ich nicht. Heute kann der Arzt wieder wählen. Aber gerade wenn er wählen kann, sollte er sich eben tatsächlich, oder sollten die Ärzte, Ärztinnen natürlich auch sich immer wieder genau überlegen, wohin gehe ich. Und da ist, glaube ich, so eine Beratung wirklich sehr, sehr wichtig, weil das ist ja ähnlich wie in dem Thema Niederlassung später. Ich kann eben vorher schon, wenn ich vorher schon genau weiß, in welche Richtung möchte ich gehen, mir welche Ziele habe ich dann dahinter, mir das Thema oder Krankenhaus und dann später eben auch die Weiterqualifikation, welche Fachrichtung möchte ich denn machen, vielleicht viel, viel besser aussuchen, wenn ich mir rechtzeitig über meine persönlichen Ziele oder Vorstellungen schon Gedanken mache. Natürlich haben wir auch die Beratung zum Berufsstart natürlich auch in den letzten Jahren, wenn ich sehe, so die ersten Beratungsgespräche 2005, 2006 und ich sag mal jetzt so heute und vielleicht vor 5, 6 Jahren doch enorm verändert. Jetzt haben wir ja nicht nur das Thema, dass wir wenig Ärzte oder weniger Ärzte haben. Wir haben ja auch das Thema, dass sich weniger Ärzte niederlassen wollen. Das ist ja ein Trend, den wir auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt haben. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also ich sag mal so, man muss ja dazu sagen, wenn jemand angestellt ist, ist ja erstmal eine Komfortzone. Und so wird es ja, denke ich mal, auch von den, trotz der Probleme in den Kliniken, weil ich erlebe das immer wieder bei den Niederlassungsseminaren. Ich hatte letztens ein Seminar gehabt, ich mache die bei uns in der Geschäftsstelle in Köln. Das heißt, von den Teilnehmern her sind wir meistens in so einer Gruppe, so 13, 14, 15 Leute. Ja. Das heißt, individuell dementsprechend dann auf die einzelnen Fragen der Teilnehmer auch eingehen. Und da hat man eine Situation, da hatte ich echt fast Angst gehabt, den Raum zu betreten. Dort, weil sich dort eine Diskussion entwickelt hat, wo es darum ging, was in der Klinik alles momentan falsch läuft und wie schwierig die Situation momentan ist. Also das hat sich richtig aufgeheizt. Da hat man echt so diese negative Stimmung gesehen, die, glaube ich, in vielen Kliniken momentan präsent sind. Aber dennoch ist es eine Komfortzone, weil ich muss mich halt um das Ganze drumherum mehr oder weniger nicht kümmern. Ich mache meine Medizin, ja, oder die vom Haus irgendwo vorgeschrieben wird, habe dann am letzten des Monats in der Regel so mein Fixo, mein Geld, ja, das Brutto. Es ist alles abgeführt, die Steuer ist schon weg, wir haben die Sozialversicherungsleistungen, ich brauche mich also quasi mehr oder weniger um nichts kümmern. Und das ist natürlich in der Niederlassung ein ganz anderer Punkt. Also ich muss natürlich eher mich in gewisse betriebswirtschaftliche Punkte einarbeiten, um das ganze Thema mit Personal, also Personalmanagement und so weiter, wo ich meine Mandanten innerhalb des Prozesses der Niederlassung auch sehr intensiv schule. Auch die Mandantin, die eben gerade jetzt anrief zwischendurch, hat momentan so ein Problem mit der Praxis, wo halt eine Mitarbeiterin so ein bisschen querschießt, weil es dann um so Fragen geht, so wann mahnt man ab, wie weit geht man dort, ja, dass man auch dementsprechend so ein Führungsstil mehr oder weniger auch durchblicken lässt. Und das sind natürlich sehr, sehr große Anforderungen an den Prozess der Praxisübernahme, Praxisgründung. Ja. Der Punkt, dass sich immer weniger Leute niederlassen, sind natürlich auch die ganzen rechtlichen Aspekte. Ja. Also wenn ich mir angucke, ich habe in meinem Niederlassungsseminar immer einen Rechtspart und
wir beginnen um 10 Uhr, der läuft also allein dieser Part erstmal nur bis 13 Uhr. Das sind 3 Stunden rechtliche Aspekte. Wir versuchen die natürlich auch zu füllen mit sehr vielen Praxisbeispielen und so weiter und so fort, aber ich merke schon, wie so bei der Mittagspause und so den ersten Teilnehmern so richtig der Schädel am Rauchen ist. Also da ist schon enorm, ja, Wissen, Fachwissen. Ich brauche natürlich auch die richtigen Berater Seite dran, ja, diesen Prozess begleiten, die ganzen steuerlichen Gesichtspunkte, die berücksichtigt werden müssen. Das fängt dann an, ich hatte Freitag einen Fall, wo es darum geht, die Struktur vielleicht in der Praxis nochmal zu ändern, wo man halt dementsprechend MVZ gründet oder was auch immer. Das muss natürlich auch dann wieder einhergehen, dass die steuerlichen Aspekte dort auch berücksichtigt sind. Ja, dann kommen die wirtschaftlichen Aspekte, die Betriebswirtschaft dort mit rein. Und ich glaube, da ist für viele der Mediziner halt so, ja, das Ende der Fahnenstange fast schon erreicht, und sagen, also ich verstehe es nicht und deswegen lasse ich es lieber sein. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn es am Ende daran scheitert. Mhm. Glaubst du denn, dass der grundsätzliche Gedanke an das Thema Niederlassung, ich meine, das sind ja die Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, sehr, also dieses Thema Komfortzone, ja, aber die Unzufriedenheit im Krankenhaus ist ja oft so groß, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich weiß ja nicht, die rechtlichen Aspekte kenne ich noch nicht zu dem Moment. Ich habe eine letzte Statistik gelesen, wo es darum geht, warum scheuen junge Ärzte die Niederlassung, weil sie auch Angst vor dem enormen Arbeitspensum haben, was da auf sie zukommt. Also nach dem Motto, wie du hast es gerade gesagt, im Krankenhaus weiß ich habe offiziell meine, ich sag mal, 40-Stunden-Woche, dass das nur eine offizielle Zahl ist, ist auch klar, aber ich habe eben in der Praxis eigentlich ja keine Vorgabe, wie viel arbeite ich denn. Und dass junge Mediziner eben sagen, ich habe Angst vor der Arbeitsbelastung, ich habe Angst vor dem Thema der Patientenströme und dass wir zum Beispiel auch deshalb in Gebieten, in ländlicheren Gebieten jetzt schon eine hohe Unterversorgung haben, die auch nicht nur der ambulante Bereich nicht mehr stemmen kann, sondern auch der stationäre Bereich mittlerweile an seine Grenzen stößt. Glaubst du, dass dieses Thema Lifestyle, was du angesprochen hast, auch damit zu tun hat, dass die Ärzte nicht mehr so viel arbeiten wollen? Das ist bestimmt ein Punkt dazu, weil ich sag mal, dieses Thema Work-Life-Balance, wo wir wieder bei der Thematik sind, natürlich, wenn ich jetzt fragen würde, meine Mandantschaft, würde jeder so seinen Stempel drauf geben. Natürlich gibt es immer noch die Leute, die sagen, ich will dort weiterkommen, ich will dort, keine Ahnung, so viel Euro pro Jahr und meinen MVZ mit, keine Ahnung, 7 Sitzen irgendwo aufbauen, die also wirklich das ganze Thema von vorne, also diesen Markt auch irgendwo überrollen wollen. Aber zu Großteil würde ich wirklich sagen, ist es tatsächlich so dieses, ja, dieses Wort Work-Life-Balance, was dahinter steht. Siehst du denn, welche Alternative? Ja. Nochmal bitte, Entschuldigung. Das steht ihm häufig so ein bisschen im Wege halt dann. Ja, genau. Welche, also wir wollen ja versuchen, hier auch zu aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also was kann ich denn wirklich tun, damit ich das Thema auch mal von einer positiven Seite betrachte? Denn wenn wir jetzt auf der einen Seite natürlich sagen, wir müssen für eine stetige Versorgung, Patientenversorgung muss stetig bleiben, muss aufrechterhalten bleiben, aber natürlich dem Arzt auch Mut machen zu diesem Unternehmertum, ja. Welchen Trend oder welche Möglichkeiten gibt es heute zu sagen, ich mache das trotzdem, ich gehe dahin, welche Optionen habe ich? Ja, also in den Seminaren, die wir anbieten, durchleuchten wir das Thema natürlich. Natürlich kommen ganz viele, ich sage mal, rechtliche Aspekte, betriebswirtschaftliche Aspekte, die natürlich erstmal vielleicht so ein bisschen abschrecken. Aber am Ende ist ja schon so, also die Leute, die ich niedergelassen habe, die sind ja alle zufrieden. Also ich habe letztens eine Situation erlebt, wo halt mitten in der Woche irgendein Mandant ungemeldet zu mir ins Büro reinkam. Und ich dachte schon, was ist denn, was passiert oder was? Und dann sagte er, nee, ich will nur zu Ihnen, Herr Dorweiler. Und dann kam er zu mir ins Büro, haben wir noch Kaffee noch getrunken und dann übergab er mir eine Magnum-Flasche Rotwein, was ich ganz süß fand. Aber das Tollste eigentlich noch war da dran, so eine Karte, wo da drin stand, dass er es ohne mich oder ohne meine Hilfe dementsprechend nicht geschafft hätte. Mhm. Und noch ein Foto von der Familie drauf, das fand ich richtig toll und da habe ich auch gemerkt, so die Arbeit lohnt sich auch hier wirklich, also ein bisschen, weil man ist ja irgendwo auch Botschafter für das Thema Niederlassung. Ja. Es bedarf halt eines Prozesses, dass man halt die individuellen Ziele, Wünsche durchgeht, analysiert. Ist natürlich schwierig, ist natürlich auch, man muss sehr, sehr stark in diese Anamnesephase natürlich stecken. Mhm. Nicht einfach nur so Standardfragen, sondern man muss ein bisschen tiefer dort einsteigen. Aber wenn man den Mandanten dann ernst nimmt, mit ihm dann alle Punkte durchgeht, und das Ganze mal so dann auch vergleicht mit dem Prozess, im Niederlassungsprozess dann auch mal reingeht
und sich dann mal gewisse Praxisangebote einfach mal, mal anschaut. Also nehmen wir mal dieses Beispiel, jemand sagt mir, viel arbeiten ist nicht so mein Ding. Dann suche ich halt nicht die Praxis, die irgendwo ihre 1.500, 1.600 Scheine hat, sondern gucke vielleicht ein bisschen kleinere, eine kleinere Praxis, die halt ein bisschen weniger Scheine hat und ein bisschen weniger los ist. Oder das Szenario, nehmen wir einen angestellten Arzt dort mit dazu. Also auch wieder jemand, der sagt, ich möchte auf der einen Seite, ist mir die Klinik jetzt so ein bisschen, ja, möchte ich raus, aber auf der anderen Seite, ja, angestellt möchte ich schon bleiben, aber so eigene Praxis ist es nicht, dann kann es ja eine Möglichkeit geben, dass man die beiden in irgendeiner Weise, der halt sagt, ich will in die Praxis rein, der eine sagt, ich will angestellt bleiben, dann dementsprechend hier zusammenführen. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe jetzt vor kurzem erst im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin ein medizinisches Versorgungszentrum gegründet. Ja, und dort hat man mittlerweile jetzt innerhalb von einem halben Jahr jetzt mittlerweile 4 Sitze und insgesamt 3 Angestellte. Mhm. Das ist alles für die Praxis. Ja, genau. Und das ist ja mittlerweile, und das ist nochmal auch ein schönes Learning. Auf der einen Seite, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten innerhalb der ambulanten Versorgung mittlerweile zu sagen, ich beschäftige mich eben nicht nur mit der Praxis im Sinne von der Anstellung, sondern mit der Niederlassung, also der Selbstständigkeit, sondern ich gehe eben auch als Alternative in die Anstellung, in die Praxis. Dann komme ich gleich nochmal drauf. Es gibt ja auch spezielle Förderprogramme. Aber dieses Thema, das möchte ich nochmal aufgreifen, das hast du vorhin gesagt, dass im Grunde ja niemand, der in die Niederlassung gegangen ist, ein wirtschaftliches Thema hat, also ein wirtschaftliches Problem hat, weil er sagt, das klappt alles nicht, die Ausgaben sind zu hoch, was ich immer wieder erlebe, am Anfang für viele eine unglaublich hohe Rolle spielt. Kann ich die Kosten, die entstehen, überhaupt über die Praxis erwirtschaften und wie viel bleibt letztendlich für mich über? Also die größte Sorge ist immer, komme ich, wenn ich aus der Komfortzone, ich nehme mal das, was du gesagt hast, rausgehe, habe ich dann hinterher noch das, was ich zum Leben brauche, weil ich habe ja plötzlich viel mehr auf Ausgaben. Also dieses Verständnis dafür zu entwickeln. Und es gibt ja nie eine Praxis, also ich bin jetzt in den letzten 17 Jahren, habe ich nicht eine Praxis gehabt, die aus Gründen der Praxis irgendwie ein wirtschaftliches Problem gehabt hat. Wenn es etwas geben sollte, liegen diese Themen ja meist im privaten Bereich oder ausschließlich eigentlich im privaten Bereich. Und die zweite Sache ist, die Entwicklung hin vom Arzt zum Unternehmer, die passiert ja schon während des Beratungsprozesses. Also ich erlebe es auch ganz oft, dass jemand kommt und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, bitte helfen Sie mir, wie du das gerade auch gesagt hast. Und während des Prozesses, der ja zwischen, ich sage jetzt mal, im optimalen Fall vielleicht ein Jahr läuft, weil man dann wirklich viel Zeit hat, das Ganze auch zu begleiten, vielleicht noch länger, in nicht so optimalen Fällen muss es ein bisschen schneller gehen, aber während des Prozesses sich wirklich auch ein Wandel bei der Person des Arztes vollzieht und hin zum Unternehmer wird, weil er plötzlich Verantwortung übernehmen muss, weil wir ihm ja auch die Möglichkeit geben, diese Verantwortung zu übernehmen und zu bekommen, weil wir ihm Aufgaben mitgeben, entwickel das so, mach das so mit uns gemeinsam. Es geht uns ja nicht darum, uns unentbehrlich zu machen, sondern ihn so weit zu entwickeln, dass er irgendwann so weit ist, Entscheidungen selbst zu treffen. Und die Geschichte ist ganz toll, Stefan, zu sagen, da kommt ein Mandant in die Praxis und bedankt sich, weil ihm das so viel wert ist, dass du ihn dazu entwickelt hast. Also letztendlich finde ich das auch eine schönere Anerkennung, kann es ja gar nicht geben. Absolut. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, für den Arzt sich niederzulassen, für die Ärztin sich niederzulassen. Eben nicht nur, dass wir würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt hier alles aufzählen, welche Möglichkeiten es im ambulanten Bereich gibt. Aber die Tendenz in der Praxis, glücklich zu werden, ist auf jeden Fall gegeben. Das ist ja auf jeden Fall. Es ist halt der Prozess, der halt sich vorne anschließt. Ich muss halt da, wie gesagt, ein bisschen meiner Zeit auch dann investieren. Und auch bereit sein, mich auch dementsprechend zu öffnen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Genau. Wo du jetzt gerade so schön am Geschichten deine Geschichte erzählt hast, gibt es irgendeinen Fall, der dir noch so im Kopf ist, wo du sagst, das hat mich besonders berührt, das war ein besonders interessanter Fall oder das war ein Fall, der sich hinterher ganz anders entwickelt hat? Also ich möchte tatsächlich wieder auf dieses MVZ nochmal kommen, weil das war wirklich ein Mandant, den kennt man mittlerweile schon seit 2008. Und ich werde nie vergessen, als wir damals gestartet sind, der Mandant war generell ein bisschen, ich will nicht sagen chaotisch, aber so mit den Unterlagen nicht ganz so sauber. Also immer wieder, wenn ich dann halt gewisse Themen angesprochen habe, dann kam halt erstmal auch keine Reaktion. Mit den Unterlagen, ja, die haben wir irgendwo im Schrank, irgendwo liegen und so weiter und so fort. Ja, und irgendwann sind wir in diesem Prozess dann dennoch gestartet, weil er halt gemerkt hat in der Klinik, er kommt keinen Schritt weiter dort.
Und er sagte mir aber vorher, aber eigentlich ist er kein Typ, der sich wirklich niederlassen möchte. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich dennoch uns verschiedene Praxen angeguckt. Er hat auch mittlerweile dann seine erste Praxis als Einzelpraxis dann im Bereich der Kindermedizin übernommen. Ja, war damit sehr, sehr glücklich. Wir haben natürlich auch, ja, preismäßig ist auch nochmal eine andere Geschichte, sehr, sehr wenig für diese Praxis auch bezahlt, weil die mehr oder weniger aus gesundheitlichen Gründen verkauft werden musste oder sollte. Und aus diesem Prozess der Einzelpraxis, er wollte halt irgendwann mal ein bisschen mehr, sagte hier, wir wollen wieder, weil die Praxis jetzt nicht gerade im Kölner Raum war, so ein bisschen außerhalb, ich möchte wieder zurück im Kölner Raum. Und dann kam halt mit der Idee, ach, wir kaufen einfach eine zweite Praxis. Wo ich mir dann sagen musste, so einfach ist das leider nicht. Also so, ja, sie können dann maximal deutschlandweit einen Sitz dementsprechend haben. Und dann sind wir damit quasi mit dieser Idee erstmal zu einem Rechtsanwalt gegangen, Rechtsanwalt für Recht, und haben diese Thematik vorgetragen, was wir für Möglichkeiten haben. Und daraus ist halt, wie gesagt, dieses MVZ aktuell entstanden, was uns im Nachgang jetzt so viele Möglichkeiten auch gibt, also weitere Sitze dazu zu kaufen, weitere Standorte zu eröffnen und so weiter und so fort. Und das ist einfach, das hat mir auch wieder gezeigt, wenn man das Thema wirklich angeht und wie gesagt, auch hier war ja so ein Prozess, wo erst so diese Lust auf das ganze Thema erst so mit der Zeit auch kam, wie du das eben so schön auch beschrieben hast. Und deswegen finde ich das ein gutes Beispiel, was auch dementsprechend dazu passt. Ja, absolut. Aber die Entwicklung, auch da ist es ja so, ne, dass der, wenn du ihn seit den Mandanten seit 2008 begleitest und betreust, dass jetzt eine Entwicklung innerhalb von 10 Jahren ist, wo immer der nächste Schritt noch weitergeht. Und das ist eben auch ein Prozess, der nie aufhört und der auch nicht endet, ja. Also es gibt ja diesen schönen Satz von einem bekannten Persönlichkeitstrainer, der gefragt worden ist, wie lange hat Ihre Ausbildung denn gedauert? Hat er gesagt, die letzten 45 Jahre. Ja? Also letztendlich ist es ja ein Prozess, der auch nie aufhört. Auch bei uns nicht. Ne? Wir erleben ja auch ständig aufgrund von Änderungen immer wieder Dinge, denen wir uns neu stellen müssen. Aber diese Begleitung eben, die und auch die Herausforderung, die dahinter steht, macht ja auch unendlich viel Spaß. Also dieses Thema MVZ-Gründung ist sicherlich ein sehr spezielles Thema. Ich habe ja auch schon in einem anderen Podcast nochmal mit einem anderen Kollegen von uns, Jörg Weißmann, über dieses Thema gesprochen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr stark begleitungswürdiges Thema nochmal von der rechtlichen und juristischen Seite auch, aber gerade die Ideen mit dem Mandanten selber zu entwickeln, das ist ja das, was unsere Beratung dann auch so spannend macht. Es gibt ja mittlerweile, das ist so ein bisschen mein persönliches Anliegen und auch meine Herausforderung, meine Mission für die Zukunft, dass wir dafür sorgen, dass wir in Deutschland mehr und mehr weniger unterversorgte Gebiete haben. Also mehr und mehr weniger ist jetzt ein bisschen gegensätzlich, aber weniger unterversorgte Gebiete haben. Ich finde, es kann immer nicht sein in einem Industrieland, dass es Regionen gibt, wo es keinen Arzt gibt und wo ich irgendwie 2 Stunden fahren muss, wenn ich mal wirklich ein großes Thema habe oder wenn ich wirklich in Not bin. Jetzt gibt es ja gerade in NRW, das Land NRW sorgt und auch andere Länder sorgen für spezielle Förderprogramme. Wie siehst du das Thema Versorgung oder auch Abwanderung aus den Städten? Also viele sagen ja, ich möchte in der Stadt bleiben. Das hat sicherlich auch was mit Lifestyle zu tun und auch etwas mit Infrastruktur, mit Familie. Ne? Also wir erleben ja kaum einen Arzt, der nicht Familie hat, gerade wenn er im Krankenhaus schon war, als Oberarzt tätig war. Wie erlebst du das? Ist es nach wie vor so, dass die Stadt eine größere Attraktivität hat als das Land? Definitiv, definitiv. Also das fängt in Köln schon fast an, wenn ich einem Mandant sage, also ich habe zum Beispiel, könnt ihr jetzt 3 Praxen ad hoc nennen, wo ich weiß, das sind gut laufende Praxen, aber ist halt nicht Köln, sondern das ist halt dementsprechend, ich sag mal, in der Nähe Gummersbach, was wenn man so ein bisschen sich in der Region auskennt von Köln, ich sag mal, Fahrzeit irgendwo 3-4 Stunden, man fährt sogar noch gegen den Strom, also man fährt morgens aus Köln raus, ja, und in der Regel ist diese Autobahn dann sogar frei, das ist die A4. Und selbst da, das Thema bespreche ich ja mit meinen Kunden. Ich habe dort eine Praxis und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da ist halt eine Praxis, die sucht schon seit über 3 Jahren dort einen Nachfolger. Und die haben heute immer noch keinen gefunden, auch aus meiner Mandantschaft her. Da ist halt der Wunsch sehr, sehr groß, dann irgendwo in der Großstadt zu bleiben. Mhm. Auch nicht mal irgendwie morgens Fahrzeit raus aus der Stadt irgendwo in Kauf zu nehmen. Wobei das ja hier in dem Fall oder in dem Beispiel ja sogar machbar gewesen oder machbar wäre. Ja. Ja. Aber ich finde das sehr, sehr schade, weil ich komme ja auch vom Land, hier Hunsrück. Ja. Mhm. Und ich erlebe das halt auch, wie
hier sehr, sehr viele Praxen dementsprechend aktuell schließen und kein Nachfolger eingesetzt werden kann, trotz auch hier Möglichkeiten oder auch Förderprogramme, die dementsprechend laufen. Aber der Wunsch ist halt doch irgendwo von den Leuten da, irgendwo in der Stadt zu bleiben. Ja, also gerade, denn auch da wäre es ja wieder kein wirtschaftliches Thema, denn ich glaube, die Patienten sind auf jeden Fall gegeben, Patienten sind da. Ich habe jetzt vom Land NRW gibt es eine Förderung, die 60.000 Euro für in wirklich sehr strukturschwachen Gebieten, die unterstützen, entweder einen Arzt anzustellen in der Praxis oder eine Neugründung zu unterstützen mit einem Zuschuss, mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss von 60.000 Euro, 30.000 Euro für bedrohte Gebiete. Und dann gibt es weitere Zuschüsse, die Förderung von Personal, die Qualifikation der Praxis weiter unterstützen. Also da kommen Summen teilweise von über 80.000 Euro zustande, die man da als Unterstützung bekommt, wenn man in eine solche Praxis geht. Und dafür kriege ich ja schon mal eine Praxis eingerichtet, beziehungsweise wenn ich jetzt nicht gerade eine hochintensive Praxis habe, wo ich Geräte brauche und so weiter. Also es ist weder ein wirtschaftliches Thema, es ist weder ein Thema, dass ich mit Patienten nicht auskomme. Und eigentlich, wenn man sich es überlegt, da könnte es auch kein Thema der Freizeitgestaltung, Infrastruktur sein. Du hast gerade Gummersbach, also ich glaube Bergisches Land angesprochen. Wenn ich hier über den Münsteraner Bereich spreche, ich habe letztens noch eine Info rausgegeben, da ging es um Nordkirchen, also das ist das Schloss Nordkirchen, da fahren jedes Jahr über 500.000 Menschen hin, gucken sich dieses wunderschöne Schloss an, ein altes Barockschloss, aber es fehlen Ärzte vor Ort. Wäre vielleicht eine Idee zu sagen, eine Praxis zu entwickeln, jemanden anzustellen, also ich sag mal aus Köln heraus zu sagen, eine Anstellung in Gummersbach, die Praxis entwickeln, trotzdem aufbauen, oder hast du das Gefühl, selbst das funktioniert nicht, weil ich meinen Lebensmittelpunkt gar nicht habe? Es wäre ein Versuch auf jeden Fall wert. Ja? Also ich würde ja keine Möglichkeit unversucht lassen, ja? Mhm. Die das Problem in irgendeiner Weise anpacken. Also ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, das in irgendeiner Weise durchzusetzen, also auch hier im Hunsrück, wäre ich dankbar dafür. Ja, weil ich glaube tatsächlich auch, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist. Auch dieses, gerade das Thema Lifestyle beziehungsweise Familie, Beruf mit in Einklang zu bringen. Und nochmal, es muss ja nicht unbedingt in dem Niederlassungsthema, sondern ich kann ja auch als Unternehmer sagen, wie du gerade das schöne Beispiel mit dem MVZ gebracht hast, zu sagen, ich möchte gerne eine Zweitpraxis eröffnen. Diese Möglichkeit nehme ich dann, stelle einen Arzt darauf an, das wird gefördert und gründe dann vielleicht eine Gesellschaft in Abstimmung mit der KV, die ja mittlerweile, oder mit den KV, also mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, die ja mittlerweile uns diese Chancen und Möglichkeiten auch geben. Ja, Stefan, vielen Dank. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr gucken zwischendurch. Wir wollen ja den Podcast so auf 45, 45 Minuten beschränken. Ich fand es ganz interessant, sehr, sehr interessant, insbesondere, dass du anfangs gesagt hast, dass du die Mediziner schon so weit begleitest, dass sie schon in der Qualifikation oder in dem ersten berufsbegleitenden Gespräch schon an ihre Qualifikation für die Zukunft denken sollen und das denen mit auf den Weg zu geben. Das ist der erste Schritt zum Unternehmertum. Also finde ich sehr, sehr schön, dass das so tief geht und dass deine Mandanten, und das spricht ja auch für dich, dich so lange begleiten. Also dieses Thema lebensbegleitende Beratung und Begleitung spielt da ja eine sehr, sehr große Rolle. Ja, zum Schluss, wir haben viele Dinge noch nicht besprochen, ich habe noch ganz viele Fragen hier stehen, aber wir werden natürlich eine Verlinkung machen, also wer sich direkt mit dir in Verbindung setzen möchte, ich werde deine Kontaktdaten unten mit in die Shownotes nehmen. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Menschen oder junge Ärzte die Möglichkeit haben, sich auch direkt an dich zu wenden. Ansonsten gerne Kontakt über uns und ich würde es dann weiterleiten. Zum Schluss mache ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Deshalb interessant, weil wir auf immer dieselben Fragen immer unterschiedliche Antworten bekommen. Mhm. Wenn du über die Zukunft der Medizin nachdenkst, wo siehst du eine Entwicklung in den nächsten 5 oder sagen wir mal sogar 10 Jahren? Ja, also zum einen, ich hatte letzte Woche ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dem der Gründung und die Entwicklung eines orthopädischen Fitnessstudios. Mhm. Dieses Überbegriff ganzheitliche Medizin. Ja, dass man dementsprechend den Patienten schon nicht erst dann in die Praxis bekommt, wenn er halt das Problem hat, so eventuell schon davor und auch die ganze Nachbetreuung und so weiter so aus einer Hand dementsprechend geht. Das ist dementsprechend, das würde ich sagen, ist ein Thema, was da noch viel intensiver betreut werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite so der ganze Bereich Digitalisierung. Also letzte Woche war ja die Keynote von Apple,
Ich dachte am Anfang so, oh, wird wahrscheinlich diesmal ein bisschen langweilig werden. Und dann kam die neue Apple Watch, die ja mittlerweile diese EKG-Funktion auch hat. Erstmal, glaube ich, das war. Also ich glaube, dass genau der Bereich in der ganzen Themenmedizin und so weiter, auch wenn man diese Thematik wieder sieht, hier Land, strukturschwache Gebiete und so weiter, dass das doch in den nächsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen wird. Was da alles kommt, ich meine, da gibt es ja Science Fiction von vorne bis hinten, aber ich glaube, alle Prozesse, die irgendwie digital abgebildet werden können und standardisiert werden können, das wird passieren. Die Frage ist natürlich nur, wie positioniere ich mich dann als Arzt und welche Möglichkeiten ergeben sich? Aber ich finde das sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Ja, super. Das ist ein wirklich total spannendes Thema und ich glaube, die Ärzte sollten da keine Sorge für haben, sondern sollten es annehmen und die Möglichkeit darin sehen, sich mehr, und das ist ja ein GKV-Problem, also ein Problem, dass ich zu wenig Zeit habe, diese Digitalisierung nutzen, um mehr Zeit für den Patienten zu haben und dann die Qualität der Behandlung noch weiter steigern zu können. Wenn du heute so über dein Leben nachdenkst, würdest du heute gerne etwas anders machen oder anderes machen? Nö. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich so, wie es momentan ist und mit dem, was ich auch mache, weil ich bin tatsächlich frei in der Auswahl, wie ich es tue, was ich mache, wie ich es mache und was ich tue. Und auch mit meinen Mandanten. Also ich sage immer dazu, ich habe die besten Mandanten der Welt. Mhm. Macht unwahrscheinlich Spaß, die zu begleiten, die auch mitzubekommen, so wie sich die Lebensprozesse auch dann Veränderungen ergeben. Sei es, man hat ja so die Situation zu Beginn, dass man die kennenlernt, so in der Regel so nach dem Studium oder kennengelernt hat. Und dann irgendwann kommt das erste Kind, dann steht der Kinderwagen im Büro, dann bereitet man sich vor, dann geht man in den Prozess der Niederlassung rein oder beschäftigt sich mit der Thematik und so. Und das macht einem eigentlich unwahrscheinlich Spaß. Also ich möchte momentan daran eigentlich nichts ändern. Sehr schön. Gibt es denn einen Ort, sehr schön. Gibt es denn einen Ort auf der Welt, wo du gerne arbeiten oder leben möchtest? Also ich finde es hier natürlich Münster super klasse, auch mit meinen Hobbys, die ich habe. Aber noch besser geeignet wären dazu natürlich irgendwo so die Alpen. Also österreichische Alpen, das wäre so, da könnte ich mir durchaus vorstellen, da zu leben. Okay, sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat als Tipp? Ja, vielleicht, ich sag mal so, momentan bin ich tatsächlich, habe mir jetzt ein Hörbuch runtergeladen, was ich jetzt so während meiner ganzen Flugreise und so weiter mir dann reinziehe. Und so ein bisschen bewegt hat mich tatsächlich so jetzt eine Story. Das Buch heißt Der Tätowierer von Auschwitz. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr stark mit dieser Thematik so ein bisschen auseinandergesetzt. Also auch so dieses Ärzte-Thema Mengele und so weiter ja auch dort mit drin, was ich sehr erschreckend finde. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch sehr emotional auch geschrieben, dieses Buch. Also das ist tatsächlich jetzt mal so ein Buch, was mich jetzt tatsächlich so ein bisschen hat nachdenklich werden lassen. Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, also wirklich ein sehr emotionales Thema, aber auch natürlich ein sehr spannendes Thema, aber natürlich auch ein erschreckendes, gerade wenn man über das Thema Medizin im Rahmen Nationalsozialismus nachdenkt. Ne? Und zum Schluss immer meine furchtbar uneigennützige Frage, wen kannst du uns oder wen würdest du uns gerne noch für diesen Podcast als Interviewgast empfehlen? Der Mediziner oder Kollege? Oder? Sehr gerne jemand aus dem Bereich der Medizin, aber natürlich auch jemand anderes, der grundsätzlich interessant sein könnte. Ja, ich glaube, sehr interessant könnte ein Mandant von mir sein. Und zwar ist das dieser bekannte Orthopäde, von dem ich mal sprach. Mhm. Dabei ist, die Praxis seines Vaters zu übernehmen. Auch mitbekommen hat natürlich, wie der damals sich als Orthopäde niedergelassen hat, sich aber sehr stark schon so ein bisschen mit dieser Thematik, wie sieht die Orthopädie der Zukunft aus? Also ich glaube, das ist ein interessanter Gesprächspartner in dem Zusammenhang. Sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr über einen Kontakt freuen im Nachhinein, wenn du die Möglichkeit hast, ihn vielleicht mal zu fragen, ob er das will. Gerade vor dem Hintergrund, dass ein Generationenthema ist. Also Vater schon die Praxis und jetzt Sohn Praxis mit der Veränderung für die Zukunft. Und eben eine schöne Geschichte auch für das Thema Erfolgsgeschichtenpraxis. Ja, Stefan, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem Montagmorgen. Und nach deiner anstrengenden Woche, ich freue mich wirklich sehr über die Tipps und auch die Informationen mal zu deinem Alltag und auch zu dem, wie du mit den jungen Mandanten umgehst, ganz toll.
Auch ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt von einem Kollegen, den ich schon lange kenne, aber es ist trotzdem immer wieder schön, nochmal so ein paar Fragen zu stellen und mal zu sehen. Wie gearbeitet wird. Stefan, vielen, vielen Dank. Ja, für Sie ganz lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wie immer bitten wir, oder nicht bitten wir, sondern ich würde es fast erwarten, mittlerweile zu sagen, bewerten Sie doch diese Folge bei iTunes oder YouTube. Denn für uns ist deshalb wichtig, denn nur so können wir wissen, was wir besser machen können, ob wir noch, wie wir es noch interessanter machen können für Sie und welche Gäste wir weiter in diesem Podcast begrüßen dürfen. Freue ich mich sehr drüber. Bewerten heißt also auch tatsächlich einen Kommentar schreiben und ansonsten nur ein paar 5 Sterne. Das ist das, was uns am meisten freut. Stefan, dir ganz liebe Grüße noch nach Köln und wir sehen uns in der Zukunft. Bis dahin. Tschüss.